Willkommen zu einem Aktionär-TV-Interview, liebe Zuschauer. An meiner Seite heute Michael Schröder. Grüß dich. Natürlich schauen wir auf der Nebenwerte-Watchlist heute unter dem Motto, da sollte doch was gehen. Jetzt schauen wir hier auf die Siltronic-Aktie, da ging ja eigentlich schon was. Zu Beginn des Jahres sah es sehr, sehr gut aus. Jetzt haben wir zuletzt einen kleinen Hänger gehabt, aber der scheint ja auch fast schon überwunden. Sehen wir bald wieder das Mehrjahreshoch bei gut 160 Euro? Ja, sagen wir mal so, wir müssen ja den Deckmantel des halbwegs normalen Börsenumfelds, Marktumfelds drüber spannen, dann sind die Chancen recht gut, dass jetzt hier der Waferhersteller mit im Rahmen der starken Nachfrage bei den Hightechs auch wieder nach oben durchzieht. Deswegen hier sollte noch was gehen. Bei Siltronic müsste man das noch hinzufügen. Man, im Halbjahreschart, im Jahreschart sieht man das Ganze nicht. Die Aktie 2015 an die Börse gekommen zu 30 Euro, 2016 einen Rücksetzer auf 12 Euro. Ja, und jetzt stehen wir über 1000% höher und greifen gerade mal wieder, wir haben es jetzt gerade angesprochen, das bisherige Allzeithoch bei 160,50 Euro an. Also fehlt nicht mehr viel, diese kleine Korrektur hier. Wir sehen sie hier in dem Aufwärtstrend des Öfteren, die Korrekturbewegungen, aber der Aufwärtstrend ist intakt. Klar, die Nachfrage nach den Wafern von Siltronic ist noch sehr hoch. Das beflügelt das Geschäft und das Unternehmen schafft es eben auch ein bisschen an der Marge zu drehen. Zumindest prognostizieren das einzelne Analysten, die hier damit auch mit weiter steigenden Kursen rechnen. Man, klar, die Luft wird dünner, aber hält dieser, ja, dieser Trend, dieser positive Trend sollte noch mindestens bis ins zweite Halbjahr anhalten und dann dürfte die Aktie halt ihren Aufwärtstrend auch weiter fortsetzen. Immer schön oberhalb der 200-Tage-Linie. Also hier ist der Trend tatsächlich der Freund, aber bei den Techs auf diesem Niveau muss man natürlich auch immer wieder diese Rücksetzer mit einkalkulieren, aber eine Trading-Position allemal wert. Als nächstes wollen wir auf TUI blicken, auch da zunächst auf den 6-Monats-Chart. Wir sehen, dass es im Januar schon mal sehr gut aussah. Wir sind über 19 Euro gestiegen. Sehen wir auch diese Kurse vielleicht bald wieder? Ja, man kann jetzt hier unter TUI diese schöne Welle zeichnen. Also wir nehmen jetzt hier tatsächlich Kurs wieder auf diese bisherigen Rekordhochstände. Man kann hier direkt schon mal auf den Jahreschart sehen und dann erkennt man, hey, in diesen unsicheren Zeiten eine Aktie wie TUI, eine Reiseaktie, ein Reiseveranstalter etc., Wahnsinns-Performance, die ist natürlich zum einen geschuldet, dass der Großaktionär kontinuierlich auf der Kaufseite steht. Immer wieder werden hier Aktienpakete zugekauft. Auch hier male ich jetzt mal diese Welle ein. Also es sieht derzeit so aus, dass wir jetzt hier mit dem Bruch der dieser 18-Euro-Marke das nächste Ziel, die 19,9, hier angreifen werden. Aber die Reiselust der Europäer ist ungebrochen. Umsatz plus Buchungsplus von 6% für diesen Sommer. Zudem ist TUI im Kreuzfahrtschiffbereich. Ich habe das ganze Thema bisher noch nicht in Angriff genommen. Vielleicht habe ich auch ein bisschen zu viel Sorge vor diesen großen Schiffen, um da Urlaub zu machen. Aber ich will nicht sagen, stehe ich alleine, aber der ein oder andere oder immer mehr Urlauber gehen eben aufs Schiff, kann man in seinem Bekanntenkreis auch mal feststellen in den Diskussionen. Und das spiegelt sich natürlich auch in der operativen Entwicklung bei TUI wieder. Haben wir in 2019 ein KGV von soliden 15, also noch Spiel nach oben. Gehen mal davon aus, dass wir hier diese Aufwärtsbewegung fortsetzen und dann hier mit dem Kaufsignal in Richtung 20, 22 Euro gehen und die nächsten charttechnischen Widerstände in dem Bereich, sie liegen dann rund 10 Jahre zurück. Also von daher heißt es dann oberhalb dieser Marke auch freie Fahrt für die TUI-Aktie. Die nächste Aktie, die du mitgebracht hast, ist QSC und das ist mal wieder eine Zuschaueraktie. Da hast du offenbar ein paar Mails zu dem Thema, zu dem Wert bekommen. Was interessiert die Leute denn am meisten? Wie geht es weiter? Herr Schröder, Sie haben lange nichts mehr zu QSC erzählt. Was ist da los? Wieso kommt der Aktienkurs nicht von der Stelle? Man sieht es hier im 6-Monats-Chart. Die Fragen sind natürlich berechtigt. Im Frühjahr bzw. im Herbst habe ich des Öfteren erzählt, dass jetzt der Durchbruch gelingt, dass hier der TK-Bereich möglicherweise zum Verkauf steht, weil er gesondert gegliedert wurde etc. Diese ganzen Spekulationen haben sich mehr oder weniger zerschlagen. Die Luft hier ist erstmal raus. Das Thema ist aber noch, es köchelt noch. Also es ist nicht komplett zum Erliegen gekommen, aber man sieht hier, wir haben tatsächlich in den letzten Wochen wenig Performance gehabt, damit Quartalszahlen, Geschäftszahlen gesehen, die zeigen,
Der Cloud-Bereich wächst weiter dynamisch, aber der Rest, dem sich das Unternehmen nicht mehr so intensiv beschäftigen möchte, hängt halt durch. Und das Cloud-Wachstum, dieser Bereich ist noch zu klein, um das Ganze komplett zu kompensieren. Aber wenn wir hier auf den Jahreschart gehen, dann sehen wir tatsächlich, ich will nicht sagen, dass wir hier an einem Boden oder einem, ja, ich will es doch sagen, wir arbeiten hier an einem Boden und wir haben hier möglicherweise temporär auch die Tiefs gesehen. Mit den nächsten Zahlen sollte sich das Bild noch weiter verbessern. Die Fantasie in dem Wert ist noch weiter da. Es sollen, man hat jetzt in der Vergangenheit gelesen, es sollen jetzt weitere Aufträge aus dem für die Erstellung und Begleitung von digitalen Netzen für Kommunen etc. kommen. Also hier ist jetzt auch Fantasie auf der Auftragsseite. Positiver Newsflow würde der Aktie gut tun. Analystenkursziele liegen im Schnitt hier. Wir sind jetzt hier, die Hochs waren da. Jetzt muss man mal sehen, das Chance-Risiko-Verhältnis bei dieser ziemlich plumpen Analyse ist doch relativ gut. Wenn es jetzt der Newsflow tatsächlich weiter verbessert, dann sollte die Aktie jetzt hier in diesem Jahr wieder langsam aber sicher aus dem Tal nach oben ziehen, Richtung 2 Euro. Und wenn dann noch ein bisschen Aufträge dazukommen, ein bisschen mehr Fantasie über den TK-Bereich, über die Neugliederung, dann sehen wir vielleicht nach dem Sommer tatsächlich wieder Kurse jenseits der 2 Euro oder mehr. Also auf diesem Niveau, ich habe mich mal darauf geeinigt, würde ich die Aktie nicht mehr verkaufen, sondern eher zukaufen. Okay, dann werden wir die bestimmt in den nächsten Wochen und Monaten nochmal wieder mit dabei haben. Oder? Spätestens dann werden die Zuschauer wieder fragen, wieso steht die Aktie jetzt bei 2 Euro? Jetzt schauen wir erstmal auf MS Industrie. Ich habe gelesen, dass Montega den Wert jetzt mit Kaufen eingestuft hat. Kursziel 5,30 Euro. Siehst du das ähnlich optimistisch? Die Einschätzung bei Kaufen ist tatsächlich schon lang. Sie haben sie jetzt in der letzten Woche nochmal bestätigt. Vielleicht gehen wir hier direkt auf den Jahreschart, weil das Thema, der Halbjahreschart, zeigt recht wenig. Hier sehen wir, wir sind jetzt wieder kurz unter die GD200 gerutscht. Wir haben hier eine schöne Aufwärtsbewegung gehabt als Zulieferer für den LKW-Bereich. Aktiv hauptsächlich, haben noch einen zweiten Geschäftsbereich, der auch sehr margenstark ist und der sehr, sehr boomt, haben wir hier an dieser Stelle auch schon besprochen. Es geht darum, wir haben jetzt mal die Absatzzahlen und Prognosen der LKW-Hersteller analysiert und die zeigen ganz klar nach oben in Europa und auch in Amerika. Und das lässt darauf schließen, dass die Geschäfte hier bei MS Industrie auch stark laufen. Wir erwarten hier in den nächsten Tagen, Wochen, also noch im April, also sind es maximal 2 Wochen, frische Zahlen, die diesen Trend bestätigen sollten. Und dann sollte diese kurzfristige Abwärtsbewegung auch Makulatur sein und sich die Aktie hier wieder diesen alten Hochbereich aus dem Jahr 4,55 annähern. Daher hier ein recht günstiges Chance-Risiko-Verhältnis bei diesem Nischenanbieter, den die wenigsten Anleger, Investoren auf der Agenda haben, ist halt ein kleiner Wert. Muss man immer bei den Käufen und Verkäufen ein bisschen darauf achten, dass man mit Limit agiert etc. Das ist bekannt. Aber wie gesagt, technisch sind wir dabei, den kurzfristigen Abwärtstrend zu überwinden. Erste Ziel wäre 4,50 Euro, 4,55 Euro begleitet von positiven Newsflow, sprich starken Zahlen, die und inklusive eines starken Ausblicks. Ich nenne ihn jetzt mal stark. Der ein oder andere nennt ihn konservativ, weil das Unternehmen ist bekannt dafür, konservativ zu planen. Ist vielleicht auch besser, zu überraschen, anstatt dann zu enttäuschen und am Ende noch mal was draufsatteln zu können. Alles in allem das aktuelle Niveau durchaus interessant für eine Nebenwertespekulation. Einen letzten Wert haben wir noch. Deligniert. Jetzt haben wir schon erfahren, dass du nicht so der Kreuzfahrttyp bist. Vielleicht stehst du eher auf Wohnmobile. Die Überleitung dazu ist, dass Deligniert jetzt ja den Auftrag für Reisemobile in der letzten Woche bekommen hat. Nein. Auch nicht. Ja, Wohnmobile sehen mit Sicherheit schön aus, aber Urlaub machen möchte ich auch nicht. Also die Zeit, diese Adventure-Zeit ist bei mir schon das lange vorbei und mit einigen Kindern möchte ich also nicht im Wohnmobil auf Reisen gehen, aber eben auch nicht aufs Kreuzfahrtschiff. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir sehen hier, was sehen wir hier? Wir sehen hier kurzfristig ein sehr interessantes Chartbild. Wir sehen einen Nebenwerteanbieter, einen Spezialanbieter mit einem interessanten Geschäftsfeld, basierend auf Holz. Ein Beispiel in den vielen Sprintern, in diesen weißen Kästenwagen, die man auf der Autobahn und überall immer sieht, womit hier die Pakete von Amazon quasi zugeliefert werden. Die sind hinten drin mit diesen Werkstoffen größtenteils von Delignit, mit diesem Holz ausgestattet. Die Laderaumsicherung auch bei Delignit ein großes Thema. Also ein absoluter Wachstumsmarkt, Vorteil für die Unternehmen, die diesen Werkstoff einsetzen. Sie können ihre Umweltbilanz aufpolieren, weil die CO2-neutral ist, der Werkstoff etc. Also interessantes Geschäft.
Geschäftsbild kann man sich gerne mal näher mit beschäftigen. Und die Zahlen deuten jetzt ganz klar auf Wachstum, zeigen jetzt nach oben. Umsatzwachstum fürs laufende Jahr deutlich im zweistelligen Bereich. Und wenn der Vorstand es jetzt noch schafft, an der Marge ein bisschen zu drehen, kriegen wir die auch noch in den zweistelligen Bereich. Und dann haben wir hier ergebnisseitig noch viel Potenzial. Im Chart sieht man, wir laufen jetzt hier auf diesen 12,90 Euro, auf diesen Widerstand im kurzfristigen Bild hinaus. Hier können wir im Jahreschart, sieht man auch, das Unternehmen kommt von weit, weit unten, aber so langsam. Deswegen auch dieses Thema mit der Marge, macht sich das ganze Thema bezahlt. Es wird publik. Hier wurden die letzten Zahlen präsentiert. Jetzt haben wir hier den neuen Auftrag, den du angesprochen hast. Dann kommt das Kaufsignal und dann kommt natürlich auch erstmal eine Konsolidierung, weil es ging natürlich jetzt relativ zügig nach oben. Aber Kursziele 14, 15 Euro werden hier schon herumgereicht. Wir haben das Thema im Aktionär schon des Öfteren besprochen, sind also sehr zufrieden mit der Entwicklung des Unternehmens. Aber die ganze Geschichte hat tatsächlich noch Luft nach oben. Natürlich muss man hier auch immer bei solchen Nebenwerten Rückschläge einkalkulieren, was den Kurs betrifft. Weil wenn hier jemand mal eine größere Position verkauft, wenig Interesse da ist, kann der Kurs mal zurücksetzen. Aber alles in allem, man sieht, der Trend ist intakt. Und egal, ob man jetzt bei Amazon bestellt oder mit dem Reisemobil in den Urlaub fährt, die Aktie auch hier ist meiner Sicht eine interessante Nebenwertespekulation. Gut, das war's dann für heute. Ich danke dir und beim nächsten Mal bekomme ich dann auch raus, wie dein Traumurlaub aussieht. Oh ja. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.